Ihr kennt die Situation alle. Ihr sitzt in der Schule oder auf der Arbeit, werdet immer müder und müder und wünscht euch eigentlich nur eins. Alles wegzuschmeißen und ein schönes kleines Mittagsschläfchen zu machen. Das Problem ist nur, sobald man auch nur daran denkt, ein Mittagsschläfchen zu halten, hat man auch sofort ein schlechtes Gewissen. Denn mittags zu schlafen wird automatisch mit Faulheit verbunden. Ist aber kompletter Bullshit. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, dann habt ihr nie wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ihr an Mittagsschlaf denkt und natürlich auch nie wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ihr Mittagsschlaf haltet. Mittagsschlaf halten ist etwas ganz Natürliches. Nicht nur bei Menschen, sondern auch bei unseren, sagen wir mal, direkten Verwandten, den Säugetieren. Wusstet ihr, dass 85% aller Säugetiere regelmäßig Mittagsschlaf halten? Sieht man vielleicht nicht so, aber ist tatsächlich so. Und nicht nur Säugetiere schlafen, sondern auch Fische. Rekordmeister im Schlafen, nicht nur mittags oder nachts, sondern ganze Jahre am Stück, ist der afrikanische Lungenfisch. Der schläft jahrelang durch, schnarcht allerdings so laut dabei, dass Angler ihn ganz oft hören und dann wird er gefangen. Das ist halt sein Pech. Aber kommen wir zurück zu den Menschen und der Frage, Mittagsschlaf, muss man ein schlechtes Gewissen haben oder nicht? Schauen wir uns doch mal an, wie das bei unseren Vorfahren war, vor einigen hundert Jahren im Mittelalter zum Beispiel. Haben die Menschen dort auch Mittagsschlaf als etwas Faules angesehen? Die Antwort wird euch wahrscheinlich nicht überraschen. Nein, das war nicht schon immer so. Der Forscher Roger Ackerk hat herausgefunden, dass die Menschen früher nicht nur einmal am Tag geschlafen haben, sondern zweimal, beziehungsweise vor allem zweimal in der Nacht. Meistens einmal 4 Stunden, dann eine Pause, dann wieder 4 Stunden. Und in dieser Pause wurde auch einiges getan. Zum Beispiel haben die Menschen tatsächlich Freunde besucht oder, was auch sehr gerne gemacht wurde, sie hatten Sex. Ein französischer Arzt hat im 16. Jahrhundert seinen Patienten geraten und vor allem seinen Patientinnen geraten, in dieser Schlafenspause Sex zu haben, wenn man Kinder bekommen will, denn, so hat er gesagt, das ist besonders effektiv. Und wir finden auch noch in den Schriften von Goethe Hinweise darauf, dass mehrmals am Tag geschlafen wurde und dass eben so eine Schlafpause gemacht wurde. Aber woran könnte es gelegen haben, dass die Menschen damals zweimal am Tag geschlafen haben? Die Antwort ist ganz einfach. Es hängt mit dem Licht zusammen. Es ist so, dass im Mittelalter die Menschen zwar auch schon Licht hatten in der Nacht, aber das war höchstens einmal eine Fackel oder eine Laterne, in der eine Kerze drin stand. Später kam dann die Öllampe dazu und noch später, Ende des 19. Jahrhunderts, das elektrische Licht. Und das hat alles revolutioniert. Es war plötzlich möglich, buchstäblich die Nacht zum Tag zu machen. Man konnte nachts so leben wie tagsüber. Das hat nicht nur das Freizeit- und das Arbeitsverhalten der Menschen bestimmt, sondern auch das Schlafverhalten. Denn jetzt musste man nicht ins Bett gehen, wenn es dunkel wurde, sondern man konnte noch viel länger wach bleiben und so lange wach bleiben, wie man wollte. Und da hat sich dann dieses zweimal Schlafen am Tag irgendwann erledigt. Plötzlich war es also so, dass die Menschen nur noch einmal am Tag geschlafen haben und wer mittags geschlafen hat, der hat damit symbolisiert, ich habe Zeit mittags zu schlafen, ich habe nichts zu tun, ich bin ein Faulenzer. Die Spanier, die wissen es aber schon seit Jahrhunderten besser, die haben elektrisches Licht hin oder her schon immer eine Siesta. Das kommt aus dem Lateinischen Sexta und bedeutet so viel wie die sechste Stunde nach dem Sonnenaufgang. Und die Spanier sagen, in genau dieser Zeit muss man schlafen, denn das ist besonders erholsam. Und Mittagsschlaf macht uns offenbar nicht nur gesünder, sondern auch leistungsfähiger und fitter. Das zumindest hat eine Studie an einer Uni in den USA ergeben. Dort wurden Menschen Fotos gezeigt und Namen dazu. Und die Menschen wurden gebeten, auswendig danach aufzuschreiben, welches Foto zu welchem Namen gehört. Danach hat ein Teil der Menschen geschlafen, ein Teil hat nicht geschlafen. Und was interessant ist, der Teil der Menschen, der geschlafen hat, der konnte sich deutlich besser an die Namen zu den Fotos erinnern, als der Teil, der nicht geschlafen hat. Und was noch interessanter ist, die, die geschlafen haben, die waren sogar deutlich besser als vor ihrem Schlaf. Das heißt also, wenn wir mittags schlafen, dann sind wir vielleicht sogar noch leistungsfähiger als vor unserem Schlaf. Jetzt, wo wir wissen, Mittagsschlaf ist gut und jeder sollte am besten Mittagsschlaf halten, sollten wir natürlich auch mal klären, wie denn der perfekte Mittagsschlaf aussieht. Fangen wir vielleicht mal bei dieser Sache mit dem schlechten Gewissen an. Das ganz beiseite schieben. Wer ein schlechtes Gewissen hat, der schläft schlechter, braucht er nicht haben. Zweitens, auch ganz wichtig, wenn ihr nicht einschlafen könnt, und das kennt vermutlich jeder von euch, der sich mal mittags hingelegt hat, auch kein Problem, denn Forscher haben herausgefunden, dass es sogar hilft, wenn man einfach nur da liegt und die Augen zu hat. Auch ohne zu schlafen erholt einen das extrem. Auch ganz wichtig, ihr solltet am besten liegen. Jeder, der schon mal im Auto, im Flugzeug oder im Zug geschlafen hat, weiß, es ist nicht so wirklich erholsam. Deswegen, wenn ihr könnt, legt euch hin. Da haben wir übrigens den Leuten, die zweimal am Tag geschlafen haben, vor vielen hundert Jahren was voraus. Die haben nämlich, zumindest im Mittelalter, meistens im Sitzen geschlafen, was ganz einfach den Grund hatte, dass so im Liegen zu schlafen für sie so ein bisschen wie tot sein war. Und im Mittelalter hatte man ja besonders große Angst vor dem Tod. Deswegen hat man da also im Sitzen geschlafen. Sollte
solltet ihr aber nicht tun. Auch ganz wichtig ist, ihr solltet zur richtigen Zeit schlafen. Da gibt es eine ganz interessante Faustregel. Je früher ihr aufsteht, desto früher solltet ihr auch Mittagsschlaf halten. Macht Sinn, oder? Also wenn ihr zwischen 6 und 7 Uhr ungefähr aufsteht, dann solltet ihr zwischen 13 und 14 Uhr Mittagsschlaf halten. Und wenn ihr ein bisschen später aufsteht, dann am besten so zwischen 15 und 16 Uhr. Ganz wichtig aber, nicht 5 Stunden bevor ihr schlafen geht. Wenn ihr, sagen wir mal, 4 Stunden bevor ihr schlafen geht, erst Mittagsschlaf haltet, dann ist das zu spät, dann könnt ihr abends nicht einschlafen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und noch eine wichtige Zahl, das ist die 26. 26 Minuten ist die perfekte Dauer für ein Mittagsschläfchen. Das haben zumindest Forscher herausgefunden, die für die amerikanische Fluglotsenvereinigung geforscht haben, um zu schauen, wie denn die perfekte Schlafenszeit ist. Länger solltet ihr nicht schlafen, denn nach ungefähr einer halben Stunde verfällt man in Tiefschlaf. Und wenn man aus der Tiefschlafphase aufgeweckt wird, dann ist das ziemlich schlecht, dann ist man alles andere als erholt, sondern eher das Gegenteil. Also 26 Minuten, nicht mehr und nicht weniger. Was ihr aber auf gar keinen Fall tun solltet, ist mehrmals am Tag Mittagsschlaf zu halten, auch wenn es vielleicht verlockend ist. Gut, die historisch Bewanderten unter euch werden jetzt sagen, aber der große Napoleon, der hat das doch auch schon so gemacht, der hat mehrmals Mittagsschlaf gehalten. Das mag stimmen, aber Forscher gehen heute davon aus, dass Napoleon deswegen auch gescheitert ist, weil er unter chronischem Schlafmangel gelitten hat, weil er einfach zu wenig geschlafen hat. Albert Einstein, das große Genie, sieht es ganz anders. Bei dem war es so, er hat nachts 10 Stunden geschlafen und sich auch noch fast jeden Mittag hingelegt, weil er gesagt hat, das brauche ich einfach für meinen Geist. Donald Trump, Milliardär, sehr erfolgreich, der sagt, nein, also man sollte nachts 3 bis 4 Stunden schlafen, das reicht, und mittags auf gar keinen Fall, sonst ist man nicht erfolgreich. Angela Merkel, Bundeskanzlerin von Deutschland, die sieht das ähnlich. Sie sagt, 5 Stunden Schlaf pro Nacht reichen mir, ich bin eine Kamelschläferin, ich kann den Schlaf dann auch einfach nachholen und dann schlafe ich irgendwie 12, 14, 15 Stunden am Stück und damit ist das Ganze auch wieder kompensiert. Damit liegt Angela Merkel auch ganz gut im Schnitt, denn britische Forscher haben herausgefunden, dass Politiker ungefähr 5,2 Stunden pro Nacht schlafen. Das ist nicht wirklich viel, denn es ist tatsächlich so, wenn man mehrere Wochen am Stück nur 5 oder 6 Stunden pro Nacht schläft, dann ist es so, als hätte man mehr als 1 Promille Alkohol im Blut, was die Reaktionsfähigkeit und auch die sonstige Leistungsfähigkeit angeht. Und wir können davon ausgehen, dass ein großer Teil wichtiger politischer Entscheidungen unter großem Schlafmangel getroffen wurde, weil Politiker ja oft nächtelang verhandeln und es dann darauf ankommt, wer diesen Schlafmangel am besten wegstecken kann und wer am besten ohne Schlaf wirklich noch gut und leistungsfähig sein kann. Also, wer wenig Schlaf verträgt, der sollte auf jeden Fall in die Politik gehen, glaube ich. Falls ihr also, so wie ich, Fans von wirklich viel Schlaf seid, dann solltet ihr eher nicht in die Politik gehen und ihr solltet auch nicht Krankenhausärzte oder Krankenhausarzt werden, denn auch das kam bei der Studie raus, Krankenhausärzte schlafen im Schnitt gerade mal 4,5 Stunden pro Tag. Anders übrigens als Juristen, die schlafen fast doppelt so viel. Da habe ich, glaube ich, den falschen Job. Die Frage ist, wie sieht es denn bei euch aus? Schlaft ihr wirklich lang nachts? Wie viele Stunden schlaft ihr? Und vor allem, schlaft ihr mittags? Jetzt habt ihr sowieso kein schlechtes Gewissen mehr, aber vielleicht sagt ihr ja, also Mittagsschlaf, das gehört für mich unbedingt dazu. Schreibt es in die Kommentare und unter den Kommentaren seht ihr die Infobox. Da gibt es viele Links zu den Zahlen, die ich jetzt hier genannt habe. Und da findet ihr auch Polimati, einen tollen polnischen Kanal, von dem ich dieses Video hier inhaltlich übernommen habe. Falls ihr Polnisch sprecht, schaut da einfach mal vorbei. Und ich, ja, ich würde sagen, ich hau mir jetzt einfach nochmal eine Runde aufs Ohr.